Ja, Leute, es ist soweit. Ein neues Format steht vor der Tür. Naja, oder vielleicht auch nicht. Aber worum geht es eigentlich? Naja, ganz kurz zusammengefasst. Judge? Ja, genau. Es geht heute um Rulings. Und ich weiß, viele wollen gar nicht davon so viel wissen, sondern wollen einfach spielen und haben nicht so das Interesse, genau aufzuschlüsseln, wie der Demi-Step jetzt eigentlich so funktioniert. Doch genau da wollen wir rein. Zumindest ganz langsam. Jenen ist, glaube ich, klar, dass es auf jeden Fall sehr einfache und simple Ruling-Fragen gibt, oder? Ein kleines Beispiel. Du aktivierst Topf der Gier. Die ist banned. Ja, ich weiß. Und ich chaine darauf MST. Was passiert? Stimmt, der Topf geht auf den Friedhof und du darfst eben keine Karte ziehen. Oder? Nein, natürlich nicht. MST zerstört nur und negiert eben nicht. Ein alter Klassiker eben. Aber es gibt noch andere Beispiele. Kann ich Lanze an Pot of Desires anketten? Klar. Also darf er nicht mehr ziehen, oder? Doch, darf er. Die Kosten sind bereits bezahlt und er darf eben erfolgreich 2 Karten ziehen. Doch danach darf er eben nichts mehr verbannen. Jedoch kannst du eben nicht Lanze aktivieren, um eben den Topf zu verhindern. Und ja, dies ist natürlich möglich, wenn du es schon vorher aktiviert hast. Ja, okay, das war jetzt natürlich auch wieder leicht, aber wie ist es mit dieser Frage? Kann sich ein aktivierter Droplet selbst für Kosten senden? Na, weißt du es? Die Antwort ist... Lies die Karte! Lege eine beliebige Anzahl anderer Karten von deiner Hand und oder Spielfeldseite auf den Friedhof. Ja Leute, steht halt da drauf. Andere. Okay, auf jeden Fall auch zu einfach. Aber wie wär's mit dieser Frage? Kann ich Solemn Strike aktivieren, wenn ich noch genau 1500 Lebenspunkte habe? Ja, kannst du? Aber dann hast du eben das Duell verloren. Na, hab ich euch? Oder seid ihr noch auf den richtigen Weg? Gut. Nächste Frage. Ich habe meinen Gegner Alpha Bestienkönig mit Tacticals geklaut. Wenn ich jetzt seinen Effekt nutze, auf wessen Hand geht der dann? Ja, die Antwort ist ja ganz klar. Die Karte geht natürlich auf eure Hand und da ihr jetzt unterschiedliche Hüllenfarben habt, müsst ihr eben diese Hülle umwechseln, damit ihr eben gleichfarbige Hüllen in der Hand habt. Okay, komm, wäre es schon witzig, oder? Nein, die Antwort ist natürlich, dass die Karte zurück auf die Hand eures Gegners geht und nein, ihr müsst nicht umhüllen. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Für heute. Kann ich Tyranne aktivieren, obwohl der Gegner keine Karten hat, um so zum Beispiel mein Baby zu zerstören? Na, weißt du's? Weißt du's? Die Antwort ist... Nein. Weil der Gegner keine Monster hat, kannst du auch kein Monster verdeckt setzen und somit würde der Effekt keine Auswirkungen haben. Und da es verboten ist, Karten zu aktivieren, die keine Auswirkungen haben, darfst du das Ganze eben nicht tun. Ihr merkt also, Ruling-Fragen können auch unterhaltsam sein. Oder einfach sein oder eben auch doch komplizierter. Aber das war ja auch nur der Anfang. Ich will auf jeden Fall in Zukunft öfter Videos zu der Thematik Rulings machen und dann mal ernster und mal nicht so ernst die Fragen beantworten. Wie gesagt, man kann da ein bisschen lachen drüber und eventuell lernt man sogar was. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, welche Rulings-Fragen ihr eventuell habt oder schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was war bisher die lustigste Ruling-Frage, die ihr bisher erlebt habt. Und vielleicht bastel ich da ja ein Video draus und vielleicht kommt auch eure Frage dann eben im Video vor. Also, ich will da unten jetzt ordentlich Kommentare sehen und falls ihr damit fertig seid, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.